Hallo meine Freunde, da bin ich wieder mit meinem Let's Play bzw. Let's Replay von Tenchu 2. Und ja, ich freue mich wieder, dieses Spiel mit euch aufnehmen zu können. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen und habe noch gerade eben was gegessen kurz, sodass ich jetzt hier schön gestärkt ja, mit euch hier aufnehmen kann. Und richtig, wir waren ja beim letzten Mal hier im geheimen Hafen angekommen, bevor wir. Also nachdem wir quasi das Bergdorf von den Banditen befreit haben, beziehungsweise von den Dämonen. Und genau, die haben uns eine Karte gegeben, die uns zu diesem geheimen Hafen führt. Und ich habe noch was festgestellt. Und zwar war dieser letzte Endboss, denn der war ein Mitglied vom Brennenden Morgen. Das wird noch sehr wichtig in dem Spiel. Allerdings mehr dazu später. So, ich würde sagen, welche Items nehmen wir denn mal mit? Ich würde mal sagen, hier die eine Bombe. Bombe haben wir leider nicht. Ich meine die Rauchbombe. Und Schlafgas brauche ich eigentlich. Das nutze ich eigentlich nie fast. Ne? Hier, das ist sinnlos. Gefärbter Reis, das ist einfach nur eine Spur. Ziemlich unnötig. Ja, genau, würde ich sagen. Fangen wir einfach mal an mit dem Level. Genau. Da sind wir jetzt hier. Hier waren wir beim letzten Mal aufgehört. So, da ist ein Typ direkt. So. Dich kriege ich. So. Frage ist jetzt, was hat der für eine Route, ne? Genau, ja, ich bin. Wie gesagt, es ist heute Montag, neue Arbeitswoche und so. Ne? Finde ich nicht so schön, aber es muss halt sein. Ne? Und ja, genau. So, jetzt beweg dich mal da weg. Komischer Typ. So, ich glaube, das geht gut. Und yes, genau. Da haben wir den aufgeschlitzt. Och, warum haben die keine Items? Ja. Ja, das Level hier ist auch sehr schwer, also da muss man echt auch aufpassen. Weil in jeder Ecke lauern hier Gegner, das ist. So. Ja, wie fange ich jetzt hier am besten an? Ah, hier hoch mal. Weil ich meine hier oben drauf. Ah, nee, doch nicht. Na komm schon. So, nein. Okay, gut. Wo sind die Gegner? Nächste Gegner, wo ist der? Vielleicht hier, wa? Hier bin ich hergekommen, glaube ich, oder? Ja, hier bin ich hergekommen. Genau. Nochmal hier lang. Das kann nicht sein. Hier in dem ganzen Bereich ist kein Gegner. Okay. Das ist krass. Oh, wo geht's hier lang? Hier geht's raus, okay. Nee, das muss nicht sein. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ja, wir sind auf den Spuren, das kann ich euch schon mal sagen, des brennenden Morgens. Das sind die. Oh, Scheiße. Oh Gott, geh weg. Boah. Alter. Alter, das war knapp, ey. Alter, was? Holy shit. Weiter zurück. So. Oh Mann, ey. Oh, der geht eine ziemlich blöde Route, ey. Shit, Mann. So, ich glaube, die können aber nicht hochgucken. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. So, ich glaube, wenn er das nächste Mal hier hingeht, dann mache ich ihn platt. So, also der geht ja da lang, genau. Geh mal vorsichtshalber noch mal ein bisschen zurück. Genau, und dann können wir ihn jetzt töten. Und komm schon. Zack. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte den mal von unten killen, aber nee. Die Killcam kam nicht irgendwie, keine Ahnung. Was ist denn hier? Wo ist der hier? 70! Oh mein Gott! Ach da, okay. Alles klar. Oh, was hat der denn da für ein Schwert? Das sieht ja heftig aus.
Was soll ich machen? Soll ich ihn... Nee. Oh, ich könnte ihn jetzt eigentlich angreifen, aber... Nee, ich mach das so. Ich mach das anders. Oh, ey. Der hat sich schon wieder umgedreht, der Penner. Alter, Mann, ey. Ja, wie gesagt, nach dem letzten Part, der ist ja nicht so gut gelaufen. Da waren ja so schön viele Fails dabei, ne? Probiere ich zu vermeiden diesmal. Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Da oben steht schon der nächste. Oha. Mit einem Gewehr. Okay. Das ist krass. Das ist unfair. Wenn wir gegeneinander kämpfen, schießen die einfach. Ich komm mit dem Messer zur Schießerei sozusagen. Ist auch nicht so doll, aber naja, gut. Boah, sehen die hässlich aus, ey. So, komm schon. Einmal von hinten. Ja, nicht das, was... Nein! Fuck! Mann, genau diese Scheiße wollte ich eigentlich vermeiden, ey. Nee, komm. Och, Mensch. Oh, es ist so dumm. Da ist noch einer. Oh, Alter, nein, ey. Mann. Ja, hä? Kommt der denn jetzt auf einmal her? Nö, ich kämpfe nicht. Ich mache jetzt hier eine Pussy-Taktik. Scheiße. Oh, Mann. Ey, das gibt's hier wohl nicht. Oh Gott, ist das wieder behindert jetzt hier. Oh, ist das scheiße. Alter Schwede. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das scheiße. Oh, Mann. Was war das denn schon wieder, ey? Das gibt's ja wohl nicht. Ich habe keine andere Wahl, muss ich hier trinken. Oh, was? Warum? Warum? Oh Gott, Alter, nee, ey, ich bin kurz davor, das Level neu zu starten. Das ist doch scheiße. Da steht so ein scheiß Typ wieder da oben. So. Nee, Alter, nein, ey. Oh. Mann, das ist so blöd. Was macht der denn? Seit wann können die klettern? Okay. So, wo ist dieser? Jetzt dreh dich rum, ja. Da oben ist niemand, okay. Ja, komm. Nee, das traue ich mich nicht, nee. Oh, ich will nicht schon wieder so anfangen wie im letzten Let's Play, ey. Nicht tausendmal entdeckt werden hier. So, jetzt bist du dran. Hier, komm, weg mit dir. Das gibt's doch nicht. Das fängt ja schon wieder scheiße an. Aber ich will eigentlich nicht abgefuckt sein, weil das Spiel ist eigentlich super geil, ey. Aber wenn so eine Scheiße dann passiert, jetzt mal ehrlich, wie sollte ich das... Woher soll ich wissen, dass da noch einer steht? Und da habe ich jetzt aus Versehen einen Heiltrank genommen. Das ist auch nett. Ja, ich habe keinen Heiltrank mehr. Aber ich glaube, hier findet man einen. Ja, ja. Hier findet man einen. So. Scheiße, Mann, ey. Das ist doch alles so blöd, ey. Komm, du Spasti, ey. So. Vielleicht ist Großmeister noch drin, wenn ich wirklich alle töte. Aber ich... Boah, ich glaube nicht, ey. Da ist der nächste. Hier sind nämlich drei Gegner gewesen. Seht ihr das? Drei Gegner. Drei Gegner, das ist doch heftig. Das ist doch krass, ey. Drei Gegner hier. Oh Mann. Oh ja, dreh dich rum jetzt. Hallo? Ah ja, okay. Deine scheiß Knarre da, ey. So, nochmal. Ich war doch hier schon hinter dem, ey. Ja, zack. So. Vielleicht krieg ich 500 Punkte oder so. Ja, wer weiß.
Wer weiß, aber das. Boah, ey. Hier sind so viele. Hier sind drei Gegner in der unmittelbaren Nähe gewesen. So, der ist auch schon tot. So. Was ist? Was war das denn? Da ist jemand in die Bombe gelaufen. Oh Mann, wie geil. Wie geil, Alter. Oh Mann. Ja, die Gegner sind auch blöd. Das hilft mir gerade so ein bisschen. Ja, da unten sind nämlich jede Menge Bomben, wie ihr seht. Da diese weißen Hubbel da. Und ja, Dankeschön. Der Gegner läuft da auch rein. Nett. Richtig nett. So. Da ist nämlich jemand. Oh. Oh, neue Gegner. Ah, ja, genau. Das sind doch die... Die Gehilfen... Oh, fuck. Die Gehilfen vom brennenden Morgen. Die sind... Das sind weibliche, ja. Das sind Frauen mit Wolverine-Händen. Okay. So, komm. Jawoll. Ja. Und das sind, glaube ich, auch Ninjas und deswegen haben die auch normalerweise Items. Jawohl. Okay. Genau, ja. Hier begegnen wir zum ersten Mal. Oh! Der war hier, ja stimmt, ey. Oh! Scheiß Stein, ey. Naja, das war ja jetzt nicht vorherzusehen, dass der da war. Naja, egal. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, wir begegnen jetzt das zum ersten Mal den Helfern vom brennenden Morgen quasi. So, hier mal gerade ausgehen. Mal gucken, ob da noch ein Gegner ist. Oh. Wo ist der? Da kommt gerade jemand. Aber wo ist der? Oh, die Sicht ist auch eingeschränkt hier irgendwie. So, in die Richtung. Ah, da oben. Alles klar, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Da oben. Wenn er mich jetzt hier sieht, ne? Das wäre es ja. So, wie mache ich das jetzt am besten? Der schaut, glaube ich, nur in diese Richtung, ne? Dann werde ich so rumgehen. So. Nein, 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 nicht hochgehen, Ricky. Ah, fuck, ey. Das war so ein blöder Fehler wieder. Oh, Mann, ey. Das war so ein dummer Fehler. Warum bin ich da hochgegangen, ey? Ich könnte mich so verprügeln dafür, ey. Ich könnte mich so verkloppen dafür, Mann. Das war so ein dummer Fehler, ey. So, boah, ey, was gehen die für Routen? Ach du Scheiße. Da ist er. So, jetzt bist du fertig. Oh Gott. Die machen doch so komische Hampelei hier wieder. So, jetzt bist du fertig. Die haben keine Items, deshalb. So, hier sind keine mehr. Ja, da müssen wir jetzt langsam in die Meeresgegend gehen. Genau hier. Die Sachen kann man kaputt machen, aber da ist nichts. Oh Mann. Oh, 70. Ah, da. Okay. Ich hab's gefunden. Wetten, der kommt jetzt wieder hier hin, so wie ich mein Glück kenne. Ah, nee, okay. Alles klar. Dann hier, zack. Und direkt weg hier, weil da ist nämlich schon wieder der nächste Gegner. Das ist... Ja. Ziemlich krass hier, auf jeden Fall. So... Dann fange ich mal hier an, würde ich sagen, weil hier ist, hier sind auch jede Menge Gegner. Ah, da unten seht ihr diese Wolverine-Frau. Gabelhänden oder was das ist. Genau, ja. So. Wie mache ich das? Was für eine Route geht die? Geht die nur hin und her? Oder... Naja, die geht noch anders. Aber sie hat sich umgedreht.
Und das wird ihr jetzt zum Verhängnis. Ah, Mann, ich wollte eigentlich... Kann ich jetzt noch beklauen? Ah, perfekt. Ich kann sie noch beklauen. Das ist sehr gut. So, dann gehen wir mal weiter hier so rum. Ich muss die ganze Zeit auf meinen Key achten. Weil die Gegner hier... Ah, da hinten. Seht ihr das? Diesen Schatten da? Ah, er geht weg. Okay. Das ist mir schon mal egal, weil ich werde wahrscheinlich jetzt immer von links nach rechts über das Level gehen. Beziehungsweise durch das Level gehen. Zack, zack, zack. Das ist so cool, ey. Naja. Warum drehst du dich? Ich habe gar nichts... Ich habe gar nichts gedrückt, Mann. So. Ich mache einmal ganz kurz einen Schnitt hier, weil mein Handy vibriert. So, Freunde, da bin ich wieder. Und da ist doch direkt der Gegner. Da werde ich direkt wieder begrüßt hier. Ne, ich muss ja erstmal die Nachrichten beantworten. Ja. Tut mir leid für einen kleinen Schnitt. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, aber... Und zack, zack. Bams, Junge. So. Okay, ja. Wenn ich jetzt einigermaßen ohne bemerkt zu werden durchkomme, dann geht das an. Und die hat nichts, okay. Ach Mensch. So. Wo sind die an? Ah, da vorne ist jemand, ich weiß es. Genau, ja. Mhm. Oh, Handy nervt mich jetzt. Alter, ich leg das Handy mal kurz weg. Einen Moment. Das Handy nervt mich beim Let's Playen. So. Machen wir mal weiter. Da oben ist da wieder ein Gewehr-Heini. Oh, der geht da hoch. Was? Okay. Das ist krass. Okay, auch nicht schlecht. So, dann machen wir es mal so. Ah, da oben ist die... Ah, da ist die Kiste. Hey, cool. Oh mein... Oh! Ey, die sehen ja echt hässlich aus. Die sehen aus, als hätte denen irgendjemand den Mund zugetackert oder so, ey. Guckt euch mal diese Fresse an. Naja. So, hier ist noch... Was? Wo? Was? Wo ist der Gegner? Ich habe eben gesehen, wie sich einer genähert hat, aber wo ist der? Oh Mann, ey. Was soll denn das? 75? Hä? Wo ist der? Ah, vielleicht unter mir. Hm? Und? Wo ist der Gegner? Oh mein Gott, ey. Boah, Alter. So, wo ist der Gegner? Der ist hier hinter irgendwo. Oh, ey, das gibt's nicht. Da ist er doch. So. Ich schieb hier voll die Paras, ey. Oh Mann, dreh dich doch nicht hier hin. Ah, die sieht mich nicht. So, jetzt. Und jetzt und zack. Genau. Ja. Wenige Camps heute, aber das ist dem Umstand geschuldet, dass ich die einfach nur jetzt irgendwie killen möchte, ohne entdeckt zu... Ah! Das war gefährlich. Das war gefährlich in dem Feuer, weil dann habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, dann schreit der Rikimaru. Und dann hören die Gegner das und dann, ja, sind wieder in Alarmbereitschaft. Ne? Oh, oh, hier ist Wasser. Wasser. Okay, hier schon. Nee, lieber nicht. Bleib erstmal noch hier an Land. Oh. Ach genau, dieses Item hier, das ist eine Luftflasche. Das heißt, wenn wir unter Wasser sind, habt ihr ja unten links diese blaue Leiste gesehen. Und die zeigt unser Luftpolster quasi an, wie lange wir noch Luft anhalten können. Und ja, genau. Das füllt das dann quasi auf. Ne? So. Ich
Ich würde sagen, wir gehen mal ins Wasser. Weil hier gibt es auch ein Hai. Das weiß ich noch. Aber vor dem habe ich ein bisschen Angst sogar. Vor diesem Hai. Aber das werde ich nicht riskieren. Oh, muss ich aber. Oh nein. Ey. War hier nicht ein Gegner drauf? Hier. Oh, warum hält er sich nicht fest? Ach, der will mich doch verkacken. Ja, nicht. Da musste sich aber festhalten hier. Nee, auch nicht, okay. Ah, da hält er sich fest, okay. Nee, geht, ne, geht auch nicht. Doch, das geht. Alles klar. Ah, hier ist kein Gegner, echt nicht. Ist das dann da hinten oder was? Nee. Hä? Ah, irgendwo hier ist der Hai. Wo ist der Hai? Mensch. Ich weiß doch, dass hier ein Hai ist. Verarsch mich nicht, Spiel. Ich schwimme mal ein bisschen. So, langsam. Wo ist der Hai? Boah, Alter, diese Steuerung. Ich hab Angst, ey. Wo ist der Hai, Mann? Alter. So, in die Richtung ist der Hai. Ach, aber ich... Der Hai ist mir erstmal egal. Ich gehe jetzt aus dem Wasser raus, lieber. Ich mag Schwimmpassagen nicht in Tenshu. Mag ich gar nicht. So, hier ist wieder jemand. Ich weiß, dass da vorne irgendwo ein Sniper war, also ein Scharfschütze. Aber wo genau der ist, weiß ich nicht. Oh Mann, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Naja, nicht schlimm, nichts passiert. Ich bin nur ein bisschen laut. Ja, da ist noch ein Gegner irgendwo. Ah, da ist er doch. Hey, Speertyp. So. Ah, da hinten ist der Sniper. Auf dieser Plattform da, da ist der. Das mache ich lieber nicht. Ich warte, bis der zurückkommt. So. Er ist wieder zurückgekommen. Bisschen zurückrollen. Genau. Uiuiui, was macht der? Gut. Ich dachte schon, er kommt hier hin jetzt. Wie, du drehst dich um jetzt. Jawohl. Sehr gut. Zack. So. Ich glaube, das waren dann auch alle, ne? Hier kommt jetzt noch dieser Sniper da vorne. Genau, den wusste ich noch. So, wie dreht der sich? Mal gucken jetzt. So. Er dreht sich in zwei Richtungen bis jetzt. Okay. Ach man. Oh ey. Dreh dich jetzt mal richtig rum. Ich will dich töten, Mann. So. Genau. Und zack. Hey, zack. So. Das hat keiner gehört, okay. So. Ah, da unten habt ihr... Uiuiui, was ist das denn da? Da unten habt ihr schon gesehen, da diese... Da sind Leute drin. Das sind diese Bergdorfbewohner. Die quasi entführt wurden, genau. Voll. Geschafft, ey, dieses Level. Ah! Und ein Heiltrank, ja. Das ist... Das nehme ich mal nice. Ja. Genau. So. Okay, und der Endboss, der ist da vorne, aber gibt es hier nicht noch einen Gegner? Ne, ich glaube nicht. Nee. Okay, dann würde ich sagen, mit 60 Hitpoints, ich wähle schon mal Shuriken aus. Gehen wir mal zum Endboss und schauen uns mal die Cutscene an. Okay. Thank you for saving us. Hurry, get out of here! Rude person. In China, guests not leave without thanking hosts. Ah, but you are my guest while you were in Japan, and you have overstayed your welcome. Wow, okay, wir haben es anscheinend mit einem Karate-Typen zu tun. Okay, ich hau mal direkt auf die Viereck-Taste. Und zack, zack, zack. Genau.
Ah, der kann Kicks machen, deswegen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. So. Oh ja, genau. Oh, scheiße. Oh, fuck. Wo bin's? Oh, Alter. Alter. Trink. Oh. Alter. Oh. So. Alter. Alter. Nimm du mit deinen Kicks, ey. Jetzt kriegst du mal wieder eins auf die Fresse. Oh, zack. Ah, fuck. Zack, zack. Gas hier. Hey. Zack. Noch einmal husten oder? Nee, kein Husten. Okay. Ah. So. Ah nein! So, komm. Aha! Boah, ey! Alter Schwede! Boah, war das krass. So, ja. Geschafft. Oh. Defeated by barbarian dog. I'm sorry, father. Der sah aus wie Krillin aus Dragon Ball. Naja. Oh, immerhin. Immerhin, ja. Also 16 Stealth Kids doch noch. Ja, 5-mal entdeckt. Scheiße eigentlich, aber naja, egal. 475 Punkte. Ich glaube, für Großmeister brauchte man hier 600. Naja, nicht zu ändern. Tut mir leid wegen der scheiß Statistik. Aber ja, war schwierig das Level. So. Schauen wir mal das Intro quasi für den nächsten Part, weil danach mache ich erstmal einen Cut nochmal. Quasi die nächste Cutscene. So. Dankeschön. So, schauen wir mal. Who are you? That blade. That's Izayoi. Ja, it's Tatsumaru. Tatsumaru, you're alive. Who's Tatsumaru? I am Seiru, the Blue Dragon, one of the four lords of the Burning Dawn. Burning Dawn? What are you talking about? You're Tatsumaru, leader of the Izuma Ninja. I have no time to talk to a madman. Tatsumaru! It's me, Rikimaru! Hm, okay. Tatsumaru hat sein Gedächtnis anscheinend verloren, okay. So, Tatsumaru survived the fall. But how could the enemy trick him into joining them? Tatsumaru would never fall for a simple trick. There are unseen forces at work. Master, could it be that he's forgotten who he is? Even if that is so, we still bear responsibility for his actions. If he has dishonored himself, only death at the hands of an Izuma ninja will purify him. You must be prepared to kill him. Shunsai! The temple has been overrun. Some group called the Burning Dawn. Burning Dawn? You've heard of them? I... Rikimaru, your answers lie within the temple. Go now and find the truth. Hurry, we're counting on you. Yes, my lord. I'll get answers all right, with cold steel. Ah, ja, okay. Okay, Burning Dawn. Time for some answers.
Ah ja, der Tempel der Träume. Manchmal ist die beste Route durchs Wasser und wir sollen unseren Weg zu irgendeinem Schrein finden. Ja, krass. Also die Story zieht an. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was da passiert ist. Also Tatsumaru wollte Rikimaru quasi angreifen, aber er ist abgehauen, weil er dachte, Rikimaru wäre ein Verrückter, als Rikimaru ihm gesagt hat, dass er der Anführer der Asuma Ninja ist, und er hat anscheinend sein Gedächtnis verloren und ist jetzt übergelaufen zur Seite des brennenden Morgen. Und ja, was die sind, werden wir später noch erfahren. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zu einem Tempel, der von denen überfallen wurde, und wir sollen dann mal aufräumen. Genau. Aber das machen wir alles im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, auch ob der ganzen Fails und so. Und ja, würde ich sagen, mache ich hier erstmal Schluss und dann machen wir mal morgen weiter. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sag mal bis dann. Tschüss.